weniger Schwung auf die Gerade. Barrichello wird es normalerweise nutzen können. Und De La Rosa rollt aus, aber jetzt bitte zum Duell der beiden hier. Außen aufs Bild achten. Es war Überholverbot, musste vom Gas. Mhm. Nee. Aber jetzt nicht mehr Überholverbot. Ich denke, Barrichello musste kurz vom Gas durch die gelbe Flagge und hatte den Schwung nicht nutzen können. Ah, im falschen Moment. Wobei, gut für Heinz Allofrenzen. So hat er wieder eine Runde. Ui. Ja, der kam viel schneller, der Barrichello. Auch ein Infield da. Das sieht man ja, ohne auf die technischen Daten schauen zu müssen im Infokanal. Hier nochmal der Fisichella-Ausfall. De La Rosa und der Italiener in einer Runde, aber da hat uns natürlich das Duell Frenzen gegen Barrichello fasziniert. Hier steht das Auto, das sind jetzt wieder Live-Bilder. Nach wie vor der Brasilianer hinter Mönchengladbacher, da sind wir wieder. Diesmal ist er weiter weg. Ja, und die Höchstgeschwindigkeit, ich sag's Ihnen wieder, Start und Ziel 316 Frenzen, 318 Barrichello. Also trotz Windschatten, Barrichello hat zu viel Flügel zum Überholen. Und da sehen Sie auch den Vergleich zu De La Rosa, dem ja vorher. Hier schießt Marc Chenet übers Ziel hinaus, hat beinahe den Mechaniker getroffen. Der hat aber das Bein ganz schnell weggezogen und kann hier den Service sogar durchführen an der Stange. Gefährliche Situation. Jetzt wird da hinten sogar grün gegeben. Also nach der Gelbsituation, was ist hier? Button gegen Heidfeld. Button, natürlich Ralf Schumacher, was sage ich? Man macht sich bereit bei Ferrari, Sie sehen es. Mhm. Für wen? Für Barrichello oder für Schumacher? Wer kommt zuerst? Auch die stehen bereit hier. Man macht sich bereit für Schumacher, denke ich, weil hier Barrichello vorbeigefahren ist. Frenzen auch nochmal. Er ist ja der einzige Jordan im Rennen. Und hier, jetzt der zweite Michael Schumacher-Stop. Das Schleichen zur Box mit 120. Stellen Sie mal vor, man hätte hier 80 gemacht. Die würden ja anhalten. Das muss natürlich jetzt hier funktionieren. Ansonsten sind die 44 Sekunden ganz schnell weg. Man kann einen Sicherheitsstopp einlegen, aber es muss trotzdem funktionieren. Super, 7,7 Sekunden. Es ist ja zwei Stopp bei Ferrari und somit natürlich auch weniger Sprit, der getankt werden muss. Relativ komfortabel kann Michael Schumacher da die Führung behalten. Aus der Box raus darf er nicht über diesen weißen Strich fahren, der da aufgemalt ist. Hat auch schön eingehalten. Und Mazzacane fightet. Und hier der Zweikampf. Ich denke, dass Frenzen die nächste Runde zur Box geht. Man hat sich bereit gemacht. Aber wer zuerst kommt, hat verloren bei den beiden. Oh, Barrichello muss etwas kämpfen mit seinem Heck. Auf der Uhr sind das 0,3 Sekunden, die beiden auseinander liegen. Das ist Ricardo Sonta, der auf 6 momentan lag. Lag, jetzt ist nämlich Coulthard wieder 6. Was ist denn? Okay, hat alles gepasst, war der Sprit, der noch fließen musste. Die Uhr ist nicht stehen geblieben, also Barrichello kommt und... Frenzen kommt auch.
Oh, Duell der Boxenmannschaften. Wer gewinnt? Das haben wir ja nun heute noch nicht gesehen. Das ist das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt, ist ein direkter Fight der Crews gegeneinander. Jetzt. Nein, er macht doch einen. Normalerweise könnte das jetzt entscheidend sein. Oh, das wäre schade für Heinz-Harald Frenzen. Villeneuve ist übrigens herangefahren an die beiden hier. Den wollen wir auch noch nicht vergessen. Schade, kein Frenzen direkter Kampf. Frenzen hat so ein gutes Rennen bis jetzt, aber dieser eine Runde frühere Stopp. Ich denke, da hat Ferrari die ausgetrickst. Die haben die Reifen geholt und... Ja. Der war schnell, der Boxenstopp war schnell. Ist noch nicht verloren, der zweite Platz. 7,3 Sekunden. Vielleicht hat sich Jordan von Ferrari irritieren lassen. Vielleicht geht's aber auch auf. Das ist ja kein Maßstab, der zu 100% gilt. Aber in der Regel war die gesehene Ausgangslage die, dass wer am spätesten tankt, auch die besten Chancen hat. Barrichello hat freie Fahrt. Ja, jetzt läuft er dann auf, aber es könnte genau passen. Mazzacane. Auch der verbremst sich. Und wieder gut gemacht da. Oh, jetzt hat er Mechaniker umgefallen. Aber der ist noch hochgesprungen und hat sich hier... Ja, ist nur umgefallen. Und hat sich hier, ja, gerettet vor einem möglichen Knochenbruch. Denken Sie mal an Nigel Stepney, den es ja erwischt hat bei Ferrari. Mein lieber Mann, war das eine geistesgegenwärtige Reaktion. Villeneuve drin. Der ja auf 3 lag, weil Frenzen drin war. Gut, 8,4, aber nicht so gut. Eine Sekunde verschenkt gegenüber Frenzen. Da ist Frenzen. So ist es. Frenzen vorbei. Jetzt hängt alles vom Boxenstopp von Barrichello ab. Momentan Doppelführung für Ferrari. Getrennt um 14 Sekunden sind Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Frenzen und Villeneuve. Da hat er kurz gefunkt, der Villeneuve. Sie haben den Knopfdruck gesehen. Marc, wenn Villeneuve diesen Dreher hier nicht im Infield hingelegt hätte, dann wäre er sicherlich vor Frenzen jetzt auf 3. Ja. Ja, genau. Der hat natürlich... So ein Dreher kostet, wenn er gut geht, 5 Sekunden. Der alles entscheidende Stopp für Rubens Barrichello. Villeneuve und Frenzen liegen in etwa 26 Sekunden zurück. Der muss jetzt passen. Da ist nicht so viel Luft wie bei Michael Schumacher, der vorne etwas routinierter abgefertigt werden konnte. Dieser Stopp muss top sein. Dann hat Rubens Barrichello die Chance, hier eventuell den Doppelsieg klar zu machen, so alles gut geht. Jetzt kommt er herein. In 20 Runden wird hier übrigens erst abgewinkt. Die Renndistanz ist noch lang, aber das sind natürlich jetzt vorentscheidende Sekunden hier. Wie hält er an? Schön, ruhig, perfekt. Nicht Minardi-mäßig. Aber ich denke, bei Minardi ist irgendwo eine nasse Stelle. 7,4. Ja, er weiß es. Es ist genauso lang. Aber er hat 2 schnelle Runden gedreht, nachdem Frenzen drin war. Das könnte ihn retten. Achtung, da hinten kommen die beiden. Der hintere ist Frenzen, das schafft das nicht. Da ist Minardi noch davor. Ja. Also Barrichello hat es tatsächlich bewerkstelligt, hält sich 2-3 Sekunden vor den Verfolgern. Ferrari hat mit den Stops Barrichello nach vorne geholt. Wieder trifft die Theorie zu.
Schumacher, Barrichello. Das ist die Reihenfolge an der Spitze. Dann Frenzen, Villeneuve. Die fahren relativ dicht zusammen, die ehemaligen Teamkollegen. Coulthard ist Fünfter. Und Pedro Diniz für Sauber hält momentan vor seinem brasilianischen Landsmann Sonntag den letzten Punkt in Händen. Für Ralf Schumacher ist das ein verhextes Rennen. Nicht, dass er schon drei Stops gemacht hätte.